Willkommen zurück zu Oceanhorn. Wir gucken uns Riptide Reef heute an. Beziehungsweise gucken, ob da irgendwas Interessantes ist. Hier sind zumindest schon mal so ein paar Gegner am Start, die durchaus interessant sein könnten. Ich bin gespannt, ob ich den da irgendwie runterbubsen könnte, denn wir haben bisher gesehen, dass die nicht unbedingt von Wasser angetan sind. Ich muss aufpassen, denn wie man sieht, Ausdauer geht super schnell drauf, wenn man erstmal im Wasser ist. So, kommt der zu mir hin? Das sah erst so aus, als würde er zu mir hinkommen, aber das täuscht er dann auch wiederum. Ich kann leider nichts weiter auf ihn werfen. Ich könnte theoretisch halt gucken, ob ich mit dem Bogen auf ihn schießen soll. Aber aktuell tut er mir nichts. Ansonsten, ja, wir haben jetzt mittlerweile auch die Angel, genau. So, bei den verdammten Viechern muss ich mich auch mal ein bisschen cleverer anstellen. Dementsprechend lieber ein bisschen verteidigender an die Sache rangehen. Beware, fellow adventurers, if you want to go any further, you will need trencher boots. Now I only knew where to get a pair. Okay, also hier soll es dann auch noch nicht weitergehen. Also wir haben noch nicht die Möglichkeit, von der einen Prophezeiung die Sachen zu kriegen. Ich hau dir mal so ganz kurz noch auf die Nase. Tihihi. Ja, schön, jetzt bin ich so frei und gehe einfach ganz schnell da. Kann er nicht hinschwimmen? Interessant. Ich habe gerade doch ganz klar gesehen, wie ich da eigentlich noch rangegangen bin, der irgendwo dann auf einmal hängen geblieben ist und dann meinte, umdrehen zu müssen. Okay. Das hat uns jetzt also nicht weitergeholfen. Das ist die oberste Ecke. Dann würde ich sagen, versuchen wir wirklich Gilfolks Drop als nächstes. Und gucken, ob es da irgendwas gibt. Also ich kann euch schon mal sagen, hier sind einige Gegner im Wasser gewesen, aber nichts Interessantes. Even though Gilfolk's Drop is the gate to the depths, no one has laid eyes on an underwater kingdom. Also ich muss wirklich zugeben, oder hervorheben, wie leise die Voice-Over-Sachen sind. Der Regen ist schon fast zu laut. Okay, wir sollen also hier jetzt erstmal wieder mit Pfeil und Bogen das Ganze öffnen. Ja, schön. Die ganze Sichtweite ist wiederum nicht so angenehm. Wow, hi! So, ich bleibe jetzt einfach hier stehen und warte darauf, dass er sich selber trifft. Oh, goddammit. Hebt es auf. Das ist fies, wie die Scharen anrichten. So, ich wurde auch gefragt, warum ich denn die ganze Zeit auf Gras einprügel. Und zwar wie bei Zelda im Endeffekt kann man hier Sachen finden. Ganz simpel. Und damit haben wir schon wieder volle HP. Hätten wir das nicht gemacht. Au! Also ich weiß immer noch nicht, wie die Viecher ihn angreifen können. Denn ich hatte nicht gesehen, dass er sich nach vorne gebuppt hatte oder ähnliches. Nice! We found a rare seashell. Also ich finde es doof, dass sie da so eine Animation hintun, um einen dann halt mit 5 Coins zu belohnen. Das, glaube ich, aber war wiederum in Zelda-Spielen nicht so der Fall. Man hat das wirklich nur bekommen, wenn man, glaube ich, was richtig Gutes gefunden hat. Oder ich glaube, wenn man was Neues gefunden hat. Wenn man sagt, oh, zum ersten Mal 50 Rupees oder was auch immer. Ich glaube, dann wurde das so ein bisschen hervorgehoben, aber halt nicht wegen jedem kleinsten Scheiß. Kann man die Dinge kaputt machen? Nope. Das Fiese ist definitiv, dass hier halt auch die Sichtreichweite extremst limitiert ist. This road leads to Deep Cove. Okay, dann gehen wir erstmal hier unten lang. Einfach mal rauszufinden, was hier sein könnte. Ja, eine Sache, denke ich, muss ich auch so ein bisschen aufpassen. Wir haben jetzt so Bomben gefunden. Und ich habe das Gefühl, dass man die definitiv irgendwo noch einsetzen kann. Ich werde vermutlich nicht hingehen und versuchen, alles zu backtracken. Aber wenn ich irgendwas auf dem Wege sehe, das ich dann tatsächlich schon mitnehmen kann oder halt schnell erreichen könnte, dann würde ich das vermutlich nochmal an
steuern. You can't believe the storm I hit. I was able to land on an island that is a little more than a scary. Das ist auch eine interessante Beschreibung, denn ich glaube, das ist eine Reichweitenbeschreibung. I hope you get this letter and come to help me. Oh. Oh. Und dann sollten wir mal gucken, ob wir uns selber retten können. Ansonsten hier ist vermutlich eine Abkürzung, die wir nehmen können. Ansonsten ebenfalls auch sehr interessant, wenn man mal ganz kurz auf Start drückt. Gibt es... Interessanterweise hier gibt es nicht die Übersicht. Oh, Moment, kann man hier... Oh. Oh. Das ist mir noch so überhaupt nicht aufgefallen. Okay, dann lass mich mal ganz kurz den Windows-Mixer noch mal ein bisschen anpassen. Und dann sollten wir hoffentlich Einstellungen haben, wo der Sound, also bitte die Voice-Over richtig laut sind und alles andere halt nicht übertrieben. Ich habe die Werte etwas angepasst gehabt, dementsprechend bitte entschuldigt, falls jetzt das Voice-Over eventuell zu laut sein könnte. Aber so lässt sich damit hoffentlich besser arbeiten. Auf jeden Fall, und das werden wir dann vermutlich in einer anderen Situation uns angucken müssen. Und zwar, es gibt hier eigentlich eine Möglichkeit, ich denke, das war hier so in dem Dreh, wo jetzt die Challenges sind, dass man einsehen konnte, wie viele Karten man noch aufdecken kann. Und da waren nicht viele noch mehr zur Auswahl möglich. Dementsprechend bin ich mal gespannt, wie das hier wirklich noch ablaufen wird. Denn wenn wir gefühlt schon fast alles entdeckt haben, wird da vermutlich nicht mehr allzu viel folgen. Ich meine, das Spiel ist logischerweise nicht super lang. Hier zum Beispiel ist mir wirklich egal, ob der Gegner jetzt halt nicht besiegt wird oder nicht. Ich gehe einfach hin und arbeite mich so durch. Aber vorher... Hier kann man runter. Probieren wir mal eine Bombe zu werfen, was da passiert. Na, da passiert nichts, alles klar. Weil da so runterzulaufen wirkte merkwürdig. Holy shit, das Spiel geht gerade mit den Frames nach unten, das ist schon nicht mehr lustig. Achso, hier kann man runter. Das ist zum Beispiel fies, das sieht man auf den ersten Blick nicht. Das wisst ihr, ich habe es nicht auf den ersten Blick gesehen. Und hier zum Beispiel geht er jetzt gar nicht erst hoch. Da muss was hin. Also müssen wir da irgendwas hinwerfen. Was wie ein Stein wäre schick. Wir selber kommen da wohl vermutlich so nicht hin. Wir können vielleicht das Feuer werfen. Oh. Oder genau. Einfach den Stein. Das Spiel hat dann Feuer hingeworfen. Das war doch ganz klar so ein Feuerpottich. Bottich. Whatever. Oh, hey. Okay, vorbereiten. Der hat nichts zu sagen. Hold it. What business has an Arcanian in the halls of Gilman? Hey, wait. It is you. Are you bringing the honey? You look shorter than before. Oh, well. It is hard for me to recognize one Arcanian from another. That's right, that. Without the honey, you are not welcome. Well... Und wo kriege ich jetzt Honey her? I do not know. Da ist eine Kiste und Zeug, das in der Luft fliegt. Okay, also das hat uns jetzt so wirklich überhaupt nicht weitergeholfen. Ganz toll. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir dann jetzt doch wieder zurück. Und müssen nach einer Person suchen, die uns Honig bescheren kann. Ansonsten kann ich irgendwie... Ne, ich gehe mal davon aus, dass wir dann irgendwie auf dem Weg zurück dann wirklich nur dahin kommen. Ja, wo kriegen wir jetzt Honig her? I don't know. Da müssen wir mal wirklich auf die Karte jetzt gucken. So, wieder einer von denen hier. Ja, ja, ja. Ja, das missfällt mir, weil man so damit überhaupt nicht rechnen kann und mir auch nicht gesagt wird, wo ich den Honig herkriege. Achso, nee, Scary ist tatsächlich diese eine Insel, okay. So, wir sind hier. Lass mich mal gucken. Hier, genau. Uncharted Seas. Wie man sieht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 Stück sind es. Und es fehlen im Endeffekt nur noch 5. Ja, wo waren wir denn jetzt hier noch nicht?
Wizard waren wir, Great Forest waren wir, Sandbar waren wir theoretisch auch, aber ich weiß nicht, was haben wir diesen komischen Kristallen Machtika Rail, da kamen wir her, da waren wir ebenfalls. Wir waren hier, wir waren dort. Da waren wir noch nicht. Dann versuchen wir, denke ich, waren wir noch nicht, oder? Ich gehe einfach mal dahin. Southwind Isle. Sticky Finger, Shish Kebab. Whenever I sail past a beautiful island like this, I feel hope. All this glory Gaia has blessed us with still remains, even after the last man has left this world. Das ist auch meine Lautstärke, nicht wahr? Ja, also das ist einfach das Fiese, dass das Spiel von Anfang an einem kein Optionsmenü gibt und erst wenn man in das Spiel reingeht, man sowas bekommt und dann vor allem halt auch so ganz fies in der Ecke versteckt. Das ist auch die Frage, ob es irgendwas bei Grafik gibt, das man an hätte passen können. Das haben wir interessanterweise alles auf ein Maximum gesetzt. Wow, alright. So, die Insel kennen wir so noch nicht. Noch hier wieder diese... Was bringt uns das? Haben wir da schon mal länger drauf? Man muss also wirklich auf die... Voll lange Einweg. Ich meine, wir hatten das schon mal gemacht gehabt, dachte ich. Dass wir schon mal super lange auf die eingeprügelt hatten, aber irgendwie? Zum Beispiel das hier sieht auch aus, als könnte man das wegsprengen. Aber das täuscht. Okay, da ist wieder so eine Dings, die wir nur von... auf dem Weg raus wieder befreien oder öffnen können. Ha. Was ist hier? Ist hier irgendwas Interessantes? Attention! Wind-powered gate can easily jam if windmills have gathered dust between their gears. Ja, okay, klar. Warum nicht? Das Ding ist gerade in der Luft geschwebt, you know? Kennt man ja von diesen luftschwebenden Vögeln. Meine, klar, wenn die halt... Ja, das... Nope. Das tut's nicht. Das tut's noch nicht. Achso, die Idee ist, beide zu drehen? I don't know how. Nope, so nicht. Ja. Wir verstehen das. Komm mal. Beweg deinen Arsch. Ich drück Dash und der macht's nicht. Tada! Okay, wunderbar. Okay, jetzt will ich mich aber trotzdem hier beeilen. Ich traue der Sache nicht. Hat aber diesmal funktioniert. Oh Gott, schon wieder diese fliegenden Platypus-Viecher. Okay, Platypus sehen dann doch wiederum anders aus. Aber trotzdem, die Viecher sehen freaky aus. Ernsthaft, ist hier irgendwas auf dieser Insel, das lohnenswert ist? Oder ist es einfach nur irgendein Zeitding? Also da tue ich mir jetzt auch so ein bisschen schwer, halt die alle so ein bisschen auseinanderzuhalten. Wo es eigentlich von der Anzahl noch geht, aber halt gerade so... Vor allem, da hat man doch diese eine Sandbar. Das ist auch so die Frage, was der Witz hinter dieser Sache ist. Ich frage, ob ich das hätte so weit schieben dürfen. Ich kann da eh nicht drauf klettern, das ist auch scheißegal. Guten Tag, so hier ist ein Eingang. Sieht so ein bisschen aus, als wäre da irgendjemand hier strandet. Ich gehe mal von aus. Nee, das täuscht, man kann das nicht schieben. Nope. Okay. Dann. Ja, ich weiß nicht, ob man diese. Ich glaube, diese Bloodstones soll man sammeln? Muss man die sammeln? Ja, dann. Aber ich denke nicht, dass ich das machen werde. Ernsthaft, wer kommt denn da auf? Da äumelt man so lange drauf rum und es klingt halt auch schon so, als könnte, als würde dabei nichts passieren. Also wäre ganz schön gewesen, wenn man da so à la, wenn man will, Minecraft sehen könnte, wie das Ding so nach und nach kaputt gehen würde. Okay, jetzt haben wir hier eine weitere Höhle. So, ich will mal wissen, ob ich das... Ist nicht selbstverständlich, was man hier nun machen muss. Denn
Es sieht nicht aus wie etwas, wo man drauf was fallen lassen müsste, denn es ist kein Knopf. Es ist ein Schalter, den man von links nach rechts betätigen muss. Komm her, ich sehe dich fliegen. Schön. Gib mir deine XP und Magie. Dankeschön. Nämlich mit Magie kommt der Genuss, oder wie das hieß. Und es ist immer schön, wenn man das ein bisschen in Flaschen hat. So, ich bin gespannt, wie wir Feuerpfeile bekommen. Ob man hier tatsächlich einfach mit, wenn man Pfeil und Bogen auswählt und eine Feuerstelle kommt, ob man so Pfeil und Bogen mit Feuerpfeilen bekommt. Das wäre zum Beispiel ganz cool. Okay, hier kommen wir nicht einfach durch. Hi, Ratten. Ich glaube, die Viecher sind die nutzlosesten Viecher in dem Spiel. Okay. So. Die Frage ist, ob man... Okay, man kann hier hin. Was habe ich davon? Ups, da wollte ich jetzt nicht runter, aber das ist auch schnell wieder geregelt. Ach, da kann man langlaufen. Lass mal noch mal kurz zurückgehen, denn... Hier ist aber auch wirklich nichts mehr. Da ist nur der Reset-Button, falls man es tatsächlich schafft, das zu veräumeln. Und hier wieder die Viecher, weil wir die ja auch schon länger nicht mehr hatten. Genau. Ich glaube, wenn man sich einfach hier oben drauf steht, dann passiert einem ja so überhaupt nichts. Vor allem, wie schnell das despawned ist. Auch nicht lustig. Damit kann ich jetzt hier lang. Ist sonst hier nichts mehr? Ja, ich könnte da vermutlich runterplumpsen. Sag, bei solchen Rätseln fände ich es persönlich immer cool, wenn es tatsächlich eine Alternative gäbe. Dass man sagt, hey, wenn man das dann da unten hinschubst oder wirklich da unten drunter hinfallen lässt, dass man dann irgendwie an einen anderen Punkt kommen könnte. Ich bin mal so frei und spare mir den Versuch und gehe einfach hier weiter. Hi. Du Arsch, hast Honig. Muss ich hier irgendwas beachten? Mhm. So, damit haben wir das da hingeschoben. Wie komme ich da runter? Wenn ich so hingehe, kann ich das Ding schieben. Warum auch immer ich das schieben müsste. Zum Beispiel, das kann ich runterplumpsen lassen. Ist das clever? Ich meine, dass das nicht clever ist. Shit, ich kann das da nicht so runterplumpsen lassen. Denn meine Idee ist natürlich, dass man hier so eine Brücke hinbauen würde, ne? Hier so, den da hin und dann den da oben da drauf. Aber wie mache ich das gescheit? Okay, also so vermutlich nicht. Dann machen wir ganz kurz hier noch das Zeug platt. Ja, und da komme ich wieder raus. Cool, dann haben wir das gleich so gemacht. Als Vorbereitung. Ist auch ein Ding-Dong, du. Tee. Die Frage ist, ob man zum Beispiel den Stein hier ausnutzen könnte, um da hochzukommen. Ja. Okay, dann machen wir mal Reset. Ich denke, die grundlegende Idee stimmt. Dementsprechend bin ich mal so frei, mach die hier noch nicht, sondern guck als allererstes, was wir hier machen müssten. Und so wie es scheint, sollen wir den hier dann nicht runterplumpsen lassen. Meine Frage ist aber, was wir dann machen mit dem Ding, you know? Also, ich finde es aber lustig, denn solche Schiebepuzzle finde ich in den meisten Fällen eigentlich super simpel. Bis man dann irgendwie an den Punkt kommt, wo es dann auf einmal nicht mehr simpel ist. So, das Problem ist, wenn wir das Ding hier runterschubsen, kann man das Ding zwar da hinschieben, aber nicht von dort aus weiter. You know? Wenn ich jetzt sage, hier... Und hier ist zwar schön, dass ich das habe, aber ich kann das auch so gar nicht schieben, wenn die übereinander stehen. Das ist natürlich auch so etwas, was man so von Anfang an nicht wusste. Das geht auch so definitiv nicht. Und von hier komme ich auch nirgendwo hin. Das ist lustig, das ist so eine Sache,
Es passiert einfach gelegentlich, zumindest mir, dass man auf so ein Rätsel stürzt, das vielleicht super simpel sein möge, aber man auf den ersten Blick es einfach so nicht sieht. So, also ich bin mal ganz kurz so frei und überleg mal so meinen Gedankengang zu Ende, ja? Also mein Gedankengang ist natürlich, dass man das so macht und dann so rübergeschoben hätte. Genau, dass man dann da den zweiten hinbringen würde. Das Problem ist aber vor allem, ich weiß nicht, wie man den da hinbekommt. Vor allem habe ich mich jetzt in eine Situation gebracht, wo ich auch nicht mehr rauskomme, ne? Doch, ich kann den so runterschieben. Okay, also damit komme ich da jetzt so rüber, in der Theorie, ne? Das ist lustig. Also ich dachte wirklich, dass man da einen hinstellt. Und dadurch, dass der hier auf der Erhöhung bereits ist, braucht der keinen. Und dann hätte man halt hier noch den zweiten dann von da oben hingeschoben. Von da oben halt. Da hinten. Okay, ich werde, denke ich, das jetzt noch einmal mit euch zusammen machen. Einfach nur mal so allgemein gucken, was ich und wie ich das schieben kann. Denn logischerweise, ich kann das hier nicht hochschieben. Wir haben mitbekommen, dass wir das nicht irgendwo hoch oder runter schieben können. Dementsprechend ist die Frage, ob man das anders schieben muss. Aber das Problem ist einfach, ich kann nicht ziehen. Ich kann nur schieben, wie man hier zum Beispiel sieht. Ich konnte, wenn ich dagegen drücke, der läuft automatisch vorwärts. Ich kann zwar nach hinten machen, aber da kommt diese Animation, die einfach nur komisch aussieht. You know? Egal was passiert, egal wie nah oder wie weit ich davon entfernt bin. Ich dachte wirklich, das wäre richtig, aber das Problem ist, dass ich auch nicht zwei übereinander stapeln kann. Und dazu, wenn ich dann halt den hier runterschiebe und dahin... Dahin kann er nichts machen. Der kann ja auch nicht klettern. Also man kann auch nicht die hier hinstellen. Übereinander. Lass mich mal noch ein bisschen alleine weiter üben und gucken, denn da jetzt hier noch weitere Stunden mit zu verbringen, ist nicht interessant. Okay, ich habe gerade die Sache nur mal zurückgesetzt und ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Und zwar lass mich mal gucken. Ich denke... Wir müssen die beiden schon mal hier vorbereiten und übereinander stapeln. Ja, ich glaube zu wissen, was wir machen müssen. Und zwar, wir gehen hier so hin und schieben die hier ganz außen hin. Wenn wir das jetzt nämlich so machen und den jetzt so, genau, wenn wir den jetzt nämlich schieben, genau, okay. Ja, das war dann doch ein bisschen überraschend kniffliger, aber nach ein paar Mal rumversuchen ging es dann doch in Ordnung. Thank you, I was returning to my boat through this cave, but then I slipped and found myself trapped here. You say you are looking for the emblem of ocean. I don't know much about that, but I've heard the mysterious Gilman love honey. Here, take this bottle of honey as a token of my gratitude. If you lose the bottle, you can find more honey in Tikaria's shop. Ich muss die Scheiße jetzt tatsächlich schleppen. Are you goddamn bonkers? Nope, lasst mich in Ruhe. Nope. Pfui, aus. Arschloch. Hast doch ganz klar gesehen, dass ich hier andere Prioritäten habe. Ich weiß, ich könnte das Ding einfach ablegen, aber genau. Ist die Frage, ob mir das Ding irgendwie geklaut werden könnte. Ich gehe mal nicht davon aus. Viecher kommen aber auch wirklich auf einen zugecharged, als gäbe es keinen Morgen. Dankeschön. Und es ist sehr lustig, dass die Käfer, die ab und zu aus Gräsern rausspringen, tatsächlich einem auf der Minimap angezeigt werden als blaue Kreaturen. Oder Punkte. Okay, kann ich jetzt so zum Dings fahren? Set sail and seek for the emblem of ocean. Ja, das Ding ist tatsächlich drin. Okay, dann würde ich sagen, da begeben wir uns zum nächsten Mal hin. Gilfork's Drop. Aber für jetzt kommen wir zum Ende. Puzzle war jetzt ein bisschen unnötig schwer. Und vor allem, es war ein bisschen heftig, erstmal herauszufinden, wo man überhaupt hin muss. Denn so wirklich gesagt wurde einem das so überhaupt nicht. Aber gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal. Bis dann.